Mit blonder Lockenpracht Uli Hoeneß. Zwei Jahre später wurde er an gleicher Stelle Fußball-Weltmeister. Angeblich war diese Auseinandersetzung nicht ganz gerecht, denn die DDR trat mit ihrer erfahrenen Nationalmannschaft an. Profis gab es ja im damaligen Sozialismus nicht. Die bundesdeutsche Auswahl dagegen eine Amateurmannschaft. Aber auch das kann man, glaube ich, ein wenig in Frage stellen. Favorit daher die Auswahl der DDR. Und nach 12 Minuten ist es auch schon passiert. Jürgen Pomarenke, das 1:0. Günter Wienhold im bundesdeutschen Tor machtlos. Gerade in der Abwehr hatte die junge Olympia-Auswahl der Bundesrepublik arge Probleme. Aber ansonsten spielte sie gut mit. Wieder Uli Hoeneß, schöne Flanke. Klaus Wunder nimmt die Hand statt des Kopfes. Das Tor wird zu Recht nicht gegeben. Aber nach einer halben Stunde ist es dann doch soweit. Der Ausgleich gelingt dem heutigen Bayern-Manager mit einem wunderschönen Heber. Achtung, Hoeneß. Ein wunderschöner Treffer, viel umjubelt, aber natürlich nicht auf der Bank der DDR. Dort konnte man aber 5 Minuten nach der Pause schon wieder aufatmen. Achim Streichel, 2:1. Aber die bundesdeutschen Kicker gaben sich noch längst nicht geschlagen in diesem deutsch-deutschen Vergleich. Wieder der agile Uli Hoeneß. Und jetzt passen Sie auf, da kommt gleich noch ein Berühmter an den Ball. Ottmar Hitzfeld, 2:2. Nun lag schon eine dicke Überraschung in der Luft, aber 8 Minuten vor Schluss zeigt sich wiederum die Schwäche der bundesdeutschen Abwehr. Eberhard Vogel wird im Strafraum völlig allein gelassen und er hat nicht besonders viel Mühe, den Ball zum 3:2-Siegtreffer für die DDR im Netz unterzubringen. Die 80.000 im Olympiastadion natürlich enttäuscht, bis auf die wenigen Fans aus der DDR, aber letztendlich gewinnt die DDR verdient und zieht in die nächste Runde ein. Die Bundesrepublik ist ausgeschieden.